Wir sind frei. Töte den Pac-Man. Yeah. Wer hat Hunger? Das hat ja schon mal wer gegessen. Naja, dich aber auch. Das ist so gemein, ich spiele nie wieder mit euch. Und auch wenn sie nicht gestorben sind, so bleiben zumindest Verätzungen zurück. Soll also besser gewesen sein? Du hast doch jeden klassischen Anfängerfehler gemacht, den man sich nur vorstellen kann. Eine Geschichte braucht zunächst vor allem eines, eine spannende Ausgangssituation. Dann einen strahlenden Helden, der sich allen Widrigkeiten in den Weg stellt. Und zu guter Letzt eine Prise Salz, um der Geschichte die richtige Würze zu verleihen. Perfekt, so viel zum Salz. Und was ist jetzt eine ach so spannende Ausgangssituation? Einen Moment Geduld, wenn ich bitten darf. Seit Jahren schon gingen Gerüchte einher, dass der böse Zauberer Grindelwald die Insel Shutter Island im North Blue tyrannisierte. Diese Gerüchte sind falsch. Was sich dagegen tatsächlich ereignete, ist, dass am 5. November 1605 die Revolution der Melonenbauern unter Ryōchi Kachi stattfand. Das hat mit der Geschichte, die ich hier zum Besten geben will, natürlich überhaupt nichts zu tun und deshalb zu etwas völlig anderem. Liebes Tagebuch, gerade waren wir der grausamen gelben Kreatur, die uns verschlungen hat, entkommen, als es passierte. Ich war gerade am Flussufer, um mir die Magensäure abzuwaschen, die gerade im Begriff war, den empfindlichen pH-Wert meiner Haut aus dem Gleichgewicht zu bringen. Naja, eigentlich wollte ich die Gelegenheit ja auch nutzen, um Sasuke zu treffen, der immer am Flussufer trainiert. Er ist dabei so cute! Liebes Tagebuch, wie du ja weißt, habe ich mich in letzter Zeit oft gelangweilt. Buggy hat nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag vor dem Fernseher zu sitzen. Nie geht er mit mir essen oder tanzen. Und er erinnert sich noch nicht mal an meinen Geburtstag. Er lässt seine dreckige Unterwäsche überall liegen. Er kocht nicht, er putzt nicht und er macht niemals sauber. Was mich am meisten stört, ist, dass er sein Make-up im ganzen Badezimmer verstreut. Aber das ist jetzt alles nicht mehr wichtig. Denn gestern ist etwas Großartiges passiert. Ich war gerade im Supermarkt und habe Buggy seine Milchschnitten geholt. Da habe ich dieses Mädchen gesehen, das von einem grässlichen Blutsauger angefallen wurde. Nein, ich spreche hier nicht von Edward. Also, ich muss dir natürlich sofort zur Hilfe eilen. Gerade wollte ich Sasuke das Gedicht zustecken. Du weißt schon, liebes Tagebuch, von dem habe ich dir gestern erzählt. Doch dann hat mich etwas im Kopf getroffen und mir wurde schwarz vor Augen. Die Gelse konnte ich zum Glück erschlagen, aber das Mädchen schien schon so viel Blut verloren zu haben, dass es ohnmächtig wurde. Naja, und ich konnte sie nicht einfach so liegen lassen, wer weiß, was sonst passiert wäre. Also habe ich sie mit zu mir genommen und ihr das beste Quartier im ganzen Schiff überlassen. Als ich wieder wach wurde, war ich in diesem kalten, dunklen, modrigen Zimmer eingeschlossen und überall lag Make-up und dreckige Männerunterhosen herum. Und das Schlimmste war, dass Sasuke verschwunden war. Wo bin ich hier nur hingeraten? Helft mir, Strohhutbande, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich habe ihre Wunden versorgt, ich habe die Heizung runtergedreht, damit ihr nicht warm wird und ich habe sogar noch ein bisschen aufgeräumt. Liebes Tagebuch, ich habe das Gefühl, wir werden noch die besten Freundinnen. Siehst du eine spannende Ausgangssituation, eine Entführung? Wohl eher ein Missverständnis. Aber das ist doch gerade das Geniale daran. Jetzt brauchen wir nur noch einen strahlenden Helden. Dann wollen wir uns mal einen suchen. Weißt du was?
Um das Ganze noch spannender zu gestalten, darfst du dir den Helden aussuchen. Eine schwierige Entscheidung. Ich würde einen von euch beiden nehmen, aber ich kann euch einfach nicht auseinanderreißen. Also nehme ich diesen grünen Leckerbissen. Auf der gefährlichen Reise, Konis zu retten, musste sich unser Held zahlreichen Prüfungen entgegenstellen, um genau zu sein, 3 an der Zahl. Und die erste lauerte bereits hinter der ersten Weggabelung auf ihn. Hey, nicht dieser Weg, die andere Richtung. Ich lauere hier nicht. Ich gehe einer anständigen Arbeit nach, für die ich sehr gut bezahlt werde. Inami, weißt du, wohin Konis verschwunden ist? Ich stelle hier die Fragen und du kommst hier nur vorbei, wenn du sie beantworten kannst. Oder vielleicht ging er nicht zu kleines Entgelt. Geld? Woher soll ich das denn nehmen? Stimmt auch wieder. Nun gut, dann musst du dieses Rätsel lösen. Wo ist Carmen San Diego? Wer? Ich stelle hier die Fragen. Na gut, dann... in San Diego? Und damit hat sich der Wegzoll gerade verdoppelt. Nimmst du auch Karo-Taler? Wieso nicht? Leg noch das Item Ratentod drauf und wir sind im Geschäft. Okay, du kannst sie gleich selbst besorgen. Der Account lautet _ImmortalBladeUnderline und das Passwort ist Swordfish. Danke, nett mit dir Geschäfte zu machen. Kommen Sie, treten Sie näher. Wohnen Sie diesem aufregenden Kochduell bei. Der vielfache Weltmeister Sanji trifft jetzt auf einen neuen Kontrahenten. Wird er seinen Titel gegen den mutigen Herausforderer Lauren Azzorro halten können? Ich bitte die Köche nun auf ihre Plätze. Und hiermit stelle ich die heutigen Zutaten vor. Kugelfisch, einen Pilz, eine Fiole aphrodisierenden Passionsfruchtextrakt, 750 Gramm Kokain, eine Banane und einen vielseitig einsetzbaren Full-HD-fähigen Stein. Ja, aus diesen Zutaten müsste sich doch etwas zaubern lassen können, ne? Meine Herren, Sie haben 5 Minuten Zeit. Ab jetzt! Schnauze, Marimo, da tun einem ja die Ohren weh. Natürlich verstand Sanji jedes von Zorros Worten, denn er sprach zu ihm aus seinem Herzen. Stopp! Ich will hier mal 2 Dinge klarstellen. Erstens, das ist meine Geschichte und zweitens... Was wirklich geschah? Ach, lass das Messer einfach weg. Was? Du weißt ganz genau, dass ich dachte, sie wäre schon volljährig. Außerdem hast du versprochen, es niemandem zu erzählen, du elender Säbelschwinger. Das hast du dir doch selbst eingebrockt, du schwanzgesteuertes Blondchen. Nenn mich nicht so, Kugelalge. Schwanzgesteuertes Blondchen. Grünteeschädel. Frischfleischpanierer. So, die Zeit ist abgelaufen. Was haben wir denn hier? Nichts. Sehr schön. Sanji, möchtest du uns etwas dazu sagen? Ich sehe, du hast gerade Besseres zu tun. Und Zorro, was hast du ein schönes Kredenz? Eine Steinpilzsuppe. Nun, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und da dein Kontrahent es leider nicht geschafft hat,
innerhalb der Zeit etwas auf die Beine zu stellen und stattdessen ein Nickerchen hält, bist du der neue Champion. Heißt das, ich habe diese Prüfung bestanden? Welche Prüfung? Wo finde ich Konis? War das jetzt wirklich keine Prüfung? Eigentlich nicht. Boah, das war die schlimmste, schlechteste, unsinnigste, überflüssigste, erzwungenste Zwischenhandlung, die ich je erlebt habe. Naruto-Filler. Okay, diese Runde geht an dich. Nachdem Zoro also dieses Hindernis überwunden hatte, sah er sich plötzlich mit einem Tor konfrontiert. Ich bin der Torwächter. Bist du der Schlüsselmeister? Nein. Was willst du denn hier? Ich suche nach Konis. Alter, du kommst mir Schein. Schuhe Arsch, Hose Arsch, Fresse Arsch, alles Arsch. Boah, du schreibst Miss Goldenwig völlig falsch. Die ist eigentlich viel höflicher und intelligenter. Pappalapapp. Also, es gibt noch eine Möglichkeit, an mir vorbeizukommen. Wenn du mir die goldene Keycard bringst, welche gut bewacht in einer Höhle jenseits des Promi-Dschungels versteckt ist, lasse ich dich passieren. Scheiterst du jedoch, lasse ich dich pürieren. Nein, nein, alles nur nicht der Promi-Dschungel. Oh. Oh, Hilfe! Koala-Ninjas, und sie beherrschen den Drehsprung. Oh, Kampfmönche, ich bin verloren. Igitt, ich will Kathi Karrenbauer nicht nackt sehen. Oh, schon gar nicht Dirk Bach. Ich habe das Grauen gesehen. Hier hast du deine blöde E-Card. Pürieren ist es also. Was? Wieso? Ich wollte eine Keycard, keine E-Card. Na dann eben anders. Rauf, rauf, runter, runter, links, rechts, B, A, Start. Boah, du Cheater. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Nach dieser langen und strapaziösen Reise kam Zoro endlich an Alvidas Schiff an. Er sah sich um, doch er konnte weit und breit niemanden sehen, hören, riechen oder schmecken. Plötzlich ertönte ein Knarren und die Herrin des Schiffes erschien. Was hast du auf meinem Schiff verloren? Ich suche nach Konis. Du wirst sie nicht bekommen. Ich werde sie vor dir beschützen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.